Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Mit dabei Katzenreporter Luke. Der ist zwar noch ein bisschen am Schlafen, aber der hat schon einiges wieder aufgedeckt, worüber wir heute sprechen. Es ist nicht leicht. Ich hatte heute Morgen die Wahl zwischen zwei Berichten, über die ich heute euch berichten wollte. Einmal über Kerstin Ott, die jetzt wohl, ihr kennt sie, die immer lacht, die Sängerin, die hat sich jetzt wohl mit einer anderen Firma selbstständig gemacht. Sie möchte Schafe vermieten oder Fremdgehgerüchte zu Serkan. Serkan kennt ihr aktuell aus Kampf der Reality Stars und da gibt es ein sehr intimes Foto. Oh gut, intim ist ja immer Ansichtssache, aber es gibt ein Foto und seine Freundin Samira hat dazu reagiert. Und das besprechen wir jetzt. Ich habe mich jetzt tatsächlich für Serkan entschieden, aber wenn ihr Lust auf Kerstin Otts neue Firma habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann habe ich ein kleines Meinungsbild, dann können wir das vielleicht morgen machen, Freunde. Auf jeden Fall lohnt es sich, hier diesen kleinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet, Freunde. Ja, erst einmal wünsche ich euch ein schönes Wochenende und herzlich willkommen zurück zum ersten Café. Ich bin gespannt. Ich habe das jetzt gerade so durch Zufall mehr gesehen, was da bei Serkan los ist. Wie gesagt, wir kennen Serkan aktuell aus Kampf der Reality Stars. Dort hat er eigentlich einen guten Start gehabt. Dann war er so ein bisschen in der Kritik, weil er sich mit diesem Daniel Schmidt, man kennt ihn nicht, in irgendeiner Form gebieft hat. Und jetzt gibt es wohl ein brisantes Foto, welches geschossen wurde, als er feiern war. Die Geschichte kommt mir bekannt vor. Wir schauen uns mal an, was dort direkt passiert ist. Wir werden jetzt zuerst von Promiflash zitieren, dann schauen wir uns das Foto gemeinsam an und dann werden wir uns auch anschauen, wie Samira, also seine Freundin, damit umgeht. Aber wir schalten mal rüber. Also, man merkt, dass bei Promiflash die Qualität zurückgeht, wenn selbst das Foto hier geführt, Auflösung, weiß ich nicht, ganz, ganz klein ist. Also das ist ja das schlechteste Foto, was sie hätten nehmen können, aber nun gut. Wir zitieren Fremdgehgerüchte von Serkan, so reagiert Samira vom 21. April, also gestern Abend. Jetzt bricht auch sie ihr Schweigen. Serkan 30 ist derzeit bei Kampf der Reality Stars zu sehen, jedoch sorgt er eher mit diesen Bildern für Schlagzeilen. Der einzige Bachelor in Paradise Kandidat wurde von einem Promi-Flash-Leser beim Feiern entdeckt. Dabei kam er einer unbekannten Dame nahe. Er soll ihr einen Kuss auf die Wange gegeben haben. Serkan selbst meinte, dass es nur eine Unterhaltung gewesen sei. Jetzt meldet sich auch Freundin Samira zu Wort. Und hier sehen wir nochmal den Womanizer Serkan. In ihrer Instagram-Story teilt sie das besagte Bild und schreibt offenbar belustigt dazu an den unbekannten Fotografen. Mach das nächste Mal bitte ein Video der Situation. Ich weiß gerade nichts mit dem Foto anzufangen. Samira scheint das Pick also eher weniger zu stören. Mir ist nur die Tatsache bekannt, dass Fans gerne mal ein bis zwei Sätze quatschen wollen, führt sie aus. Und hier sehen wir nochmal die kleine süße Familie, eine wunderschöne Familie, wenn ich das mal so sagen darf. Wirklich, wirklich schönes Bild, super schön. Ich zitiere weiter. Samira ist anscheinend sicher, dass der Vater einer Tochter nur mit einem Fan geredet hat. Auch Serkan betont bereits auf Social Media, entspannt euch Leute, das war eine Unterhaltung gestern im Club, wo es laut ist. Das Foto sieht dramatischer aus, als es ist. Und hier sehen wir ihn auch nochmal im Auto und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier abzustimmen. Wie findet ihr Samiras Reaktion? Toll, sie machen es genau richtig. Naja, ich hätte mir mehr Worte gewünscht. Schwierig. Wir klicken mal hier oben rauf. Ah ja, krass, doch, Tatsache. Schaut mal, also die Entscheidung ist hier wohl sehr heftig. So, und das ist dann einmal auch das Foto, welches ihr direkt im Promiflash-Artikel findet. Hier seht ihr, wie Serkan ihr etwas ins Ohr sagt, so könnte man das interpretieren. Also das ist das eine Foto bei Promiflash. Es gibt noch ein zweites Foto bei Promiflash. Das würde ich euch jetzt aber direkt bei Samira zeigen. Dann habt ihr quasi einen besseren Überblick. Und hier ist es auch schon. Also, wir sehen die Story von Samira, wir zitieren. Sie schreibt unter dem Foto an den unbekannten Fotografen, mach nächstes Mal bitte ein Video der Situation, weiß gerade nichts mit dem Foto anzufangen. Mir ist nur die Tatsache bekannt, dass die Fans gerne mal ein bis zwei Sätze quatschen. Das ist das, was Promi Flash auch geschrieben hat. Das ist das Foto. Und ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, glaubt ihr, dass das ein Wangenkuss ist oder glaubt ihr, dass es eine Unterhaltung ist? Für mich persönlich sieht das wirklich nach einer
Clubunterhaltung aus. Ich sehe seinen Arm auch nicht um ihre Schulter gelegt. Er selber hat auch keinen Kussmund, schaut auch noch nicht mal in die Situation hin. Also es ist natürlich schwierig einzuschätzen. Ich bin kein Menschenspezialist, um jetzt hier heraus mehr zu deuten. Da es ja aber auch nur dieses eine Foto gibt, bin ich schon fast der Meinung, scheint derjenige, der das Foto gemacht hat, das geschossen zu haben und nicht auch mehr gefunden zu haben. Das ist auf jeden Fall aber das besagte Serkan-Foto. Wir scrollen nochmal ein bisschen raus. Ich habe euch auch nochmal einen zweiten Storyteil rausgesucht. Das ist Tatsache, hat das nichts mit dem Foto von Samira zu tun. Sie hat quasi also hier in dem Bereich direkt nach dem Foto was anderes gepostet und sagt halt auch, wir gehen jetzt mal zu den wichtigsten Dingen. Aber mir war es wichtig, dass ihr das einfach mal seht, damit ihr euch ein Bild von ihr machen könnt. Ich denke mal, der ein oder andere Zuschauer kennt sie auch gar nicht. Und das ist Samira. Okay, aber einmal zu den wirklich wichtigen Sachen im Leben. Können wir bitte ganz kurz über den Glow in meinem Gesicht reden? Wie gut sieht meine Haut wieder aus nach der Behandlung bei Greta? Wir haben Mikrodermabrasion gemacht und Ultraschall. So, und Ultraschall. An der Stelle können wir das auch schon unterbrechen, dass ihr euch ungefähr ein Bild machen könnt, wer sie ist. Also, die große Frage von Promiflash ist ja, findet ihr das, was an dem Foto dran ist oder nicht? Beziehungsweise, wie findet ihr, wie Samira mit der Situation umgegangen ist? Ich sag euch mal meine persönliche Meinung, wie ich finde, wie Samira mit dem Foto umgegangen ist. Das fand ich richtig gut. Es gibt ein Foto, welches irgendwie irgendwas zeigt von Serkan, wo man nicht genau weiß, was da los ist. Und sie postet das Foto einfach selbst und sagt, Freunde, ich kann damit nicht so richtig viel anfangen. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie sich öffentlich vor Serkan stellt. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass dieses Foto privat für Gesprächsstoff bei den beiden gesorgt hat. Aber in einer Partnerschaft, das ist auch nochmal ganz wichtig, ist es wichtig, auch zu vertrauen. Und wenn die beiden nie einen Grund hatten, sich nicht zu vertrauen und dieses Foto entsteht, da kann man auch wirklich glauben, dass das Foto einfach nur entstanden ist, als eine Zuschauerin ihm etwas gesagt hat. Wenn die Musik laut ist, dann kann das schon sein. Es sieht natürlich wirklich sehr vertraut aus, das ist schon so. Aber so grundsätzlich würde ich auch erstmal sagen, ich finde Samiras Reaktion ziemlich gut. Wir kennen auch andere Reaktionen, wenn wir uns zurückerinnern an den zum Beispiel ganzen Iris Kleinkrieg, Yvonne Wölke-Krieg und Peter Kleinkrieg, wie die sich öffentlich, ja immer noch, ich meine, tobt ja immer noch, sich wirklich öffentlich beschuldigt und angezickt haben, ist das, wie ich finde, ein sehr guter Umgang damit, öffentlich gleich zu sagen, Freunde, ich weiß zwar nicht, was ich davon halten soll, aber man suggeriert der Community, ey, entspannt euch jetzt erstmal, hier ist alles, es ist erstmal alles soweit in Ordnung. So entsteht auf jeden Fall der Eindruck. Und das ist halt das, was ich in meinen vorherigen Videos immer gesagt habe zu diesen ganzen Affären. Man darf eines nicht vergessen, auch als Influencer, man darf eines nicht vergessen, man hat eine gewisse Verantwortung auch seiner Community gegenüber und eine Community, die jetzt zum Beispiel eine Samira und ein Serkan total toll findet und wirklich Fans von denen beiden ist, denen geht das ziemlich nahe, wenn es solche Fotos gibt. Die fühlen sich dadurch natürlich schlecht und die haben natürlich Angst um das Paar, Angst um die gemeinsame Tochter. Und da steigert man sich als Fan schon mal ein bisschen rein. Und wenn man dann auch noch Öl ins Feuer gießt, sich öffentlich anzickt, sich beschuldigt, dann leidet die Community manchmal sogar mehr als die eigentlichen Stars, die wahrscheinlich sogar wissen, dass das alles in irgendeiner Form nur Promo für irgendwas ist. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das nochmal sagt. Fanmanagement. Und das ist das, was ich halt auch immer, ja, bei Iris Klein so ein bisschen, ein bisschen verurteilt habe. Denn es gibt ja auch viele Fans, die Iris zum Beispiel toll finden. Aber wir brauchen ja nicht nur über Iris sprechen. Es gibt auch noch ganz, ganz andere prominente Fälle, wo dieser ganze Konflikt so hochgekocht ist, dass man sich da wirklich ständig in irgendeiner Form öffentlich angefeindet hat. Hier von meiner Seite aus finde ich das jetzt erstmal in Ordnung. Und ich bin gespannt, wie das alles sich weiterentwickelt. Serkan hat ja mit Kampf der Reality Stars schon Schlagzeilen geschrieben. Und ich bin wirklich gespannt, wie sein Weg weitergehen wird. Freunde, ihr werdet es hier bei mir auf meinem Kanal erfahren. Jetzt erstmal ein bisschen entspannt in den Samstag. Und dann schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, ob ihr morgen ein Kerstin-Ott-Video sehen wollt. Ich finde das lustig. Ich weiß nicht, das ist so Trash, was mich interessiert, Freunde. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Samstag. Genießt die Sonne, sofern es möglich ist. Und wir sehen uns heute nochmal um 14 Uhr hier wieder. Also macht es gut. Tschüss. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.